Hallo Leute, mein Name ist June und willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video sind wir zu Besuch beim Tain-Zentrum in Lörs. Und zwar bin ich ja zu Besuch bei meiner kleinen Schwester, deswegen sieht es hier auch alles ein bisschen anders aus. Dabei handelt es hier um das Gästezimmer bei ihr. Und von hier aus ist es nicht allzu weit nach Venlo, weshalb ich unbedingt einmal vorbeischauen musste. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Freude beim Zuschauen. Hallo Leute, willkommen hier beim Tain-Zentrum in Lörs. Hier gibt es auf jeden Fall richtig schöne Nepenthes. Und ansonsten finde ich auch, dass hier mehr Karnivoren vertreten sind als vorher. Es sieht auf jeden Fall richtig schön aus, wie die hier oben runterhängen. Und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann geht es hier weiter mit ein paar Saracenias. Und hier unten habe ich auch noch eine Pingi entdeckt. Davon haben sie dieses Mal leider sehr, sehr wenig. Und diese hier kostet, mal schauen, 10 Euro. Aber auf jeden Fall finde ich die Auswahl trotzdem sehr gut für ein Gartencenter. Und hier ist nochmal eine kleinere Nepenthes. Die wächst sehr interessant. Auf jeden Fall sieht das auch richtig lustig aus. Leider kann ich das Preisschild nicht entdecken. Das klebt da, glaube ich, am Stamm fest. Ich schaue einmal, da drüben müssten noch welche sein. Die kosten hier 12 Euro. Und hier habt ihr nochmal einen kleinen Überblick über den Stand. Dann geht es hier weiter mit riesengroßen Alocasia Regal Shield. Die kosten hier 80 Euro. Das habe ich vorher einmal nachgeguckt. So, hier sind wir einmal bei den Sukkulenten. Die Portulacaria hier sieht auch richtig schön aus. Die kostet 3 Euro. Ich glaube, davon nehme ich eine mit für meine kleine Schwester. Denn ich mache bei ihr ein kleines Plant Room Makeover. Und die Sedum hier sehen auch richtig hübsch aus. Das Rot hat eine richtig tolle Farbe. Und die kosten hier 3,50 Euro. Wenn die weniger Licht bekommen, sind die nämlich nur grün. Und die haben auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Sukkulentenauswahl. Und dann geht es hier einmal weiter. Oh, die Agave sieht auch richtig schön aus. Die ist nämlich so weiß variegiert und die kostet hier 12 Euro. Auf jeden Fall auch richtig toll. Für mich selber werde ich hier nicht allzu viel kaufen, da ja in ein paar Tagen bereits die Mai-Botanica in Hamm ist. Und dafür würde ich dann halt gerne mein Geld aufheben wollen. Auf jeden Fall. Oh, da ist eine Euphorbia Lactea White Ghost. Die sieht richtig schön aus. Die kostet hier 50 Euro und die sieht man wirklich super selten im Gartencenter. Ich schaue nochmal von der anderen Seite. Auf jeden Fall ist die richtig schön. Echt toll. Ich glaube, hätte ich selber keine, dann hätte ich mir die mitgenommen. Auf jeden Fall wunderschön. Dann geht es hier weiter mit ein paar geklebten Blüten. Aber hier habe ich im Augenwinkel schon gesehen, dass sie auch echte Blüten haben. Und die sind um so viele schöner als diese geklebten, besonders die rosane hier hinten. Auf jeden Fall richtig toll. Und wenn man noch nicht so viele Sukkulenten hat, dann findet man hier bestimmt noch irgendeine schöne. Auf jeden Fall ist die Auswahl an Sukkulenten richtig schön. So, dann sind wir hier nun einmal in der Haupthalle. Hier befindet sich der Großteil aller Zimmerpflanzen. Hier sind ein paar Peperomias und Tradescantia. Die sehen richtig schön aus. Und hier oben sind noch ein paar Alocasia Cyprina Blackstem für 130 Euro. Hier seht ihr auch den Unterschied zu normalen. Das kommt quasi durch einen Überschuss an Anthocyanin zustande. Und dann geht es hier einmal weiter. Da gibt es ein paar flauschige Crassulas, die sehen auch richtig toll aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Auf jeden Fall richtig knuffig.
Und die kostet hier 5,50 Euro. Dann gibt es hier oben noch ein paar schöne Senekios. Die haben nämlich so lila Stängel. Die kostet hier 7 Euro. Auf jeden Fall auch richtig schön. Ich kann natürlich nicht alle Pflanzen zeigen. Ich pick mir dann einfach immer zwischendurch ein paar raus, während ich da lang laufe. Auf jeden Fall sieht es hier wieder richtig toll aus. Und mal schauen, was es hier sonst noch so gibt. Hier ist noch eine Episkia. Die findet man jetzt irgendwie immer häufiger. Und die kosten hier 8 Euro. Auch super, super schön. Und hier habt ihr nochmal einen kleinen Rundumblick. Ich kann natürlich auch nicht alles filmen, aber ich hoffe, ihr könnt so gut erkennen, wie die Auswahl hier ist. Dann sind hier unten noch ein paar Sedum Burritos und die kosten hier 18 Euro. Und wenn sie genügend Licht bekommen, sind sie richtig schön bunt. Und dann gibt es hier noch ein paar Anthurium Clarinervium. Die kosten hier, mal schauen, 30 Euro. Und hier habt ihr noch einen kleinen Überblick über dieses Abteil hier. Dann habe ich noch ein paar String of Dolphins entdeckt. Die sehen richtig süß aus. Und die kosten hier, mal schauen, 8 Euro. Und auf der anderen Seite hier gibt es noch ein paar variegierte Senecio Rolianus. Auf jeden Fall auch richtig schön. Und die liegen hier bei, mal schauen, 28 Euro. Dann geht es hier einmal weiter mit einer El Choco für 62 Euro. Und hier ist auch noch eine Stefania Erecta. Der Caudex ist richtig schön. Und die kostet 40 Euro. Hier oben geht es weiter mit einem variegierten Fantifuß. Ich habe ja auch einen zu Hause, aber dieser hier kostet sage und schreibe 550 Euro. Das ist echt eine Menge Geld. Nichtsdestotrotz ist er trotzdem wunderschön. Dann geht es hier weiter mit einer Anthurie. Die sieht auch richtig toll aus. Und die kostet hier 13 Euro. Die Ring of Fire hier vorne kosten 38 Euro. Hier habt ihr nochmal einen kleinen Rückblick über die Pflanzen, die hier auf dem Tisch stehen. Und dann geht es weiter mit Philodendren, Syngonien und hier ist noch eine Anthurium Veitchi. Ich hole sie einmal raus. Die kostet hier 65 Euro. Auf jeden Fall sehr schöne Blätter. Ich filme mir einfach einmal so den Tisch entlang, sodass ihr die Pflanzen näher sehen könnt, beziehungsweise die Blätter. Auf jeden Fall eine sehr schöne Auswahl. Hier hinten sind noch ein paar kleinere Anthurien, also Babyplants quasi. Die kosten hier 8 Euro. Und die daneben ist auch richtig schön. Die hat mehr so längliche Blätter. Auf jeden Fall auch super süß. Und kostet auch 8 Euro. So, hier habt ihr nochmal einen kleinen Überblick. Dann gehe ich einmal auf die andere Seite vom Tisch. So, dann geht es weiter mit Rapidophora, auch wenn da Monstera dubia steht. Die kosten hier 25 Euro. Also genauso viel wie die Dubias. Und da hinten sind auch noch ein paar. Das müssten auch Rapidophora celatocaulis sein. Ich mag auf jeden Fall die Shingle Plants total gerne. Also quasi diese Wuchsformen. Und dann geht es weiter mit einer Philodendron Rosse Bueno. Ich spreche sie halt immer so aus. Die kostet 40 Euro. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, aber ja. Diese cremefarbene sieht auch sehr, sehr schön aus. Wie gesagt, ich filme hier einfach einmal so lang. Und hier sind noch ein paar goldene Philodendren, wenn man sie so nennen kann. Und die kosten hier 16 Euro. Und dann habe ich hier oben wieder eine Dischidia an einem Bügel entdeckt. Eine sehr interessante Wuchsform.
Und die kostet hier 27 Euro. Und dann geht es hier einmal weiter mit ein paar Hawaii-Palmen. Die sind so zusammengepflanzt in einen Topf für 23 Euro. Und ja, hier habt ihr nochmal einen kleinen Überblick über den Tisch hier. Auf jeden Fall wieder eine sehr bunte Mischung an Pflanzen und super schön. Hier habe ich einmal ein paar Monstera Variegata für 200 Euro entdeckt. Und dann sind hier auf einem kleinen Regal noch ein paar Anthurien versteckt. Die hole ich einmal raus. Die kosten hier 12 Euro. Und ja, die Blätter sind ein bisschen kaputt, aber das macht, glaube ich, nicht so viel, weil sie ja gut nachwachsen. Und dann gibt es hier noch kleinere Monstera Variegata. Hier könnt ihr sie einmal sehen. Die kosten hier 140 Euro. Und dann ist hier oben einmal ein Tisch mit ganz vielen Babyplants. Und hier habt ihr nochmal einen kleinen Rundumblick. Und dann gehe ich einmal auf die andere Seite rüber. Hier gibt es ein paar Irisine. Die haben so eine kräftige Farbe. Das ist echt der Wahnsinn. Also sieht überhaupt nicht mehr natürlich aus. Und die kosten 8 Euro. Dann geht es weiter mit ein paar Epipremnum und Philodendren. Und hier oben gibt es auch Hängekörbe. Auf jeden Fall richtig schön. Und die Brasil hier zum Beispiel, die kostet, mal schauen, 6 Euro. Auf jeden Fall richtig schöne Blätter. Dann gibt es hier wohl eine Pflanzendoktor-App zum Scannen. Sehr interessant. Und dann geht es hier weiter mit ein paar Calatheas. Die sehen bloß etwas mitgenommen aus. Die kosten hier 22 Euro. Und ja, wie man hier die Blätter sehen kann, sieht das sehr nach Spinnmilben aus. Auf jeden Fall arme Calatheas. Dann gibt es hier noch richtig schöne Calathea Networks. Ich glaube, woher der Name kommt, kann man ganz leicht erkennen. Ich hole sie einmal raus und die kostet hier ebenfalls 22 Euro. Auf jeden Fall super schön. Die Auswahl an Calatheas ist eigentlich sehr schön, weil sie halt so viele verschiedene haben. Und hier drüben gibt es ein paar Zamioculcas, also Zizi Plants. Die sehen auch sehr schön aus. Und mal schauen, die kosten 11 Euro. Und dann gibt es hier ganz viele Aglaonemas. Ich finde die ja richtig toll. Und auf jeden Fall viele schöne bunte Farben, wie ihr sehen könnt. Auch diese weißen sind ultra hübsch. Dann gibt es hier oben noch eine rote Aglaonema, also super kräftig in der Farbe. Ich weiß, dass viele die nicht mögen, weil sie halt teilweise sehr unnatürlich aussehen. Aber ich finde sie trotzdem richtig toll. Meine Lieblings-Aglaonemas sind halt die mit einem hohen Pinkanteil bzw. rosa. Die kostet zum Beispiel 25 Euro. Auf jeden Fall auch super schön. Und hier habt ihr nochmal einen kleinen Überblick über den gesamten Tisch. Dann geht es einmal weiter mit den Bromelien. Die sind auf jeden Fall wunderschön. Und hier hinten ist auch noch ein Tray mit Variegierten. Und da ist das Tolle natürlich, dass sie auch ohne Blüte richtig hübsch sind. Ich versuchte mal einen rauszufriemeln, um zu gucken, wie teuer die sind. Die kosten hier 4 Euro. Auf jeden Fall richtig putzig. Da hinten sind auch noch welche und die blühen auch gerade. Auch richtig toll. Und ja, auf jeden Fall richtig, richtig schön. Dann sind hier drüben auch noch ein paar Aglaonemas. Und das ist so meine Farbfamilie. Das ist so eine 10 von 10 bei mir. Wunderschön. Und die kostet hier, mal schauen, 30 Euro. Auf jeden Fall
richtig hübsch. Dann gibt es hier auch noch ein paar weitere Aglaonemas in jeder möglichen Form und Größe. Die hat zum Beispiel ganz rosane Blätter, auch super, super schön. Und hier hinten müsste eine Painted Celebration sein, die habe ich auch. Die ist auch richtig, richtig hübsch. Und die kostet hier 45 Euro. Auf jeden Fall super schöne Auswahl. Hier könnt ihr einmal sehen, wie groß die Halle ist. Auf jeden Fall richtig cool. Und dann gibt es hier ein paar Fahne in der Hängeampel oder so zum Hinstellen. Der hier sieht auch richtig schön aus. Und die kosten hier so in der Größe 8 Euro. Dann filme ich hier einfach einmal so lang, sodass ihr möglichst viele Pflanzen sehen könnt. Auf jeden Fall sind da wunderschöne Farne dabei. Dann geht es hier einmal weiter mit den Alokasien. Hier stand früher das Orchideenhaus, das steht hier nun nicht mehr. Die Zyprina hier kostet zum Beispiel 80 Euro. Und auf jeden Fall ist es nicht weg. Ich habe es schon in der hinteren Ecke gesehen. Da werden wir auch gleich noch hingehen. Und die Alokasie hier unten kostet, mal schauen, 15 Euro. Auf jeden Fall richtig schöne Blätter. Und hier habt ihr nochmal einen kleinen Überblick über den Alokasientisch. So, dann sind wir hier nun einmal im Orchideenhaus. Wie ihr sehen könnt, sind hier ganz viele Phalaenopsis. Aber hier gibt es auch Tillandsien und darüber freue ich mich total, denn ihr wisst ja, dass ich Tillandsien auch total gerne mag. Die kleinen Xerographica hier kosten 17 Euro. Auf jeden Fall eine schöne kleine Auswahl. Und dann gibt es hier auch noch kleine Orchideen, quasi so an Kork angebunden. Die kosten hier 50 Euro, das ist ein sehr stolzer Preis. Auf jeden Fall sieht es aber wunderschön aus. Hier sind wir einmal auf der anderen Ecke des Orchideenhauses. Hier hängen bei etwas gedimmtem Licht quasi die Wandas. Auf jeden Fall wunderschön. Und natürlich gibt es auch wieder super viele Phalaenopsis. Ich würde mir da echt wünschen, dass die Gartencenter mal etwas offener bezüglich anderer Orchideenarten wären. Aber ich glaube, die Phalaenopsis lassen sich wirklich am besten für die verkaufen. Und hier ist auch noch eine wunderschöne Wanderblüte. Auf jeden Fall richtig toll, mal wieder hier zu sein. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall toll, mal wieder dort zu Besuch zu sein. Und falls ihr euch jetzt fragt, welche Pflanzen ich gekauft habe, neu sind zum Beispiel die beiden Tradescantia hier im Hintergrund. Die sind aber nicht für mich, sondern für meine Schwester. Und den Rest der Pflanzen und Töpfe werde ich euch dann im Room Makeover zeigen. Das wird es dann voraussichtlich nächste bzw. übernächste Woche geben. Ich habe nämlich nicht allzu viel Zeit, das zu machen, da ich Samstag früher schon auf der Mai Botanica bin. Und falls ihr dazu noch irgendwie was wissen wollt oder Fragen dazu habt oder Wünsche, welche Stände ich auf jeden Fall filmen soll, dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis bald!